Ja, hallo, grüß euch Gott. Wolfgang Siegert ist mein Name und jetzt wurde da schon sehr viel vorweggenommen bei meiner Vorrednerin. Ich komme dann später nochmal drauf. Für mich ist wichtig, wir haben das öfteren gehört von Krisen. Leider Gottes ist der Name der Krise noch nicht gefallen bei der Veranstaltung. Warum ziert man sich so? Im Prinzip, ich würde das benennen mit Kapitalismus. Das Problem ist, dass der Kapitalismus ein System ist, in dem wir alle verfangen sind. Ich weigere mich da zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Wir sind da alle drin befangen. Wir sind, also das Transformationsmittel des Kapitalismus ist das Geld und die Substanz ist unsere Arbeit. Und da habe ich dann auch ein Problem, wenn man versucht, an dem Geld herumzudoktern. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir ohne Geld auskommen. Jede Möglichkeit oder jede Anstrengung, die versucht, das Geld irgendwie zu reparieren, und sei es noch so engagiert, wie Sie zum Beispiel von Franz Hörmann schon gehört haben oder von anderen kompetenten Leuten, ist immer, birgt immer das Risiko, dass es nicht funktioniert. Es wird immer einen Verkäufer geben und es wird einen Käufer geben. Wir werden immer getrennt sein. Das heißt, Geld ist in der Form, mit dem Geld konfrontiert sind, in Frage zu stellen. Und da komme ich auf die Vorrednerin möchte ich auf die Vorrednerin verweisen. Sie hat nämlich sehr wohl schon aufgezeigt, wie es möglich wäre, eben aus dem System auszubrechen. Das heißt, wir müssen in unserer Produktionsweise einen persönlichen Bezug wiederherstellen zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben, die unsere Kontakte beinhalten. Diese Anonymität, in der wir sozusagen in der Gesellschaft leben, müssen wir beseitigen. Und dazu sind solche Initiativen, Kooperationen zu machen, zum Beispiel punktgenau dann zu produzieren, dass man sich in einer Gemeinschaft überlegt, was brauchen wir, und das dann direkt an den Produzenten weitergibt, und der produziert punktgenau, nicht so wie jetzt, dass der auf Holz oder los produziert und dann über das Mittel des Geldes versucht, es wieder loszuwerden. Dass wir das System schon irgendwo durchschauen, zeigt sich ja zum Beispiel in der letzten Wahl, also von gestern. 55% sind nicht mehr zur Wahl gegangen. Die Innenministerin Michel Leitner hat dann noch am Wahlabend ganz kurz erwähnt, dass ungefähr 80.000 ungültig gewählt haben. Ich nehme an, dass das nicht 80.000 Analphabeten sind, sondern dass wahrscheinlich auch einige dabei sind, die aus Protest das nicht gemacht haben. Wenn ich den Andreas Popp hernehme, ein ganz Bekannter, der in Deutschland auch bei den Friedensdemos schon gesprochen hat, der redet ja auch, sich dem System zu entziehen, indem er zum Beispiel Wahlen boykottiert. Wie gesagt, wir müssen aus dem System rauskommen, aus dem System, das eigentlich durch Angst funktioniert. Wir müssen zu einer Empathie zueinander, zu Wirtschaftsformen, die nicht über das Transformationsmittel Geld funktionieren, kommen, und dann werden wir erfolgreich sein. Danke.